Recht herzlich willkommen zur 131. Folge von Towns. Ja, wir hatten letztes Mal den Mini-Angriff. Hier unten irgendwo sind sie, ne? Oder sind sie schon weg und ist ein neuer Angriff? Ah, da sind sie. Haben sich schon bewegt oder was? Ja, Pause raus. Und ja, waren eigentlich vier, ne? Waren die doppelt jetzt oder nicht? Na, da kommen sie ja, sehen wir ja gleich. Ne, da sind tatsächlich drei auf jeden Fall, vielleicht ist auch einer doppelt. Ja, und wir waren unten im Keller und haben da geguckt, wo die denn da alle so hinlaufen und so. Da und da ist was und hier liegt noch mehr Klamotten rum. Aber das war nicht die Stelle, sondern hier war die Stelle, wo wir geguckt haben. Läuft, ne? Die gehen langsam hoch. Sieht alles ganz positiv dann aus. Hier oben ging es noch weiter. Ist da zu Ende? Ah, ne, da sind auch noch einige drin. Okay. Ja, da werden wir dann schauen, dass die Helden da hochgehen, wo da schon einer unterwegs ist. Gucken wir mal zu, was der da so kaputt macht oder auch nicht. Wir haben noch 6 von der Sorte. 70 haben wir hier. Wer ist die Happiness überhaupt? 53 von 80. Ist ja auch gar nicht mehr so schlecht. Und da läuft er durch bis vor die Tür und dann geht's rund. Ja, Schweinchen gemacht alle. Aber hier geht's auch noch durch. Okay, ich glaube, das schafft er so. Ah, jetzt wird schon schwieriger. 2. Ah, ne, ihm geht's noch gut. Dann wird er auch noch mehr schaffen. Ah, ich glaube, den wird er auch noch schaffen. Und dann geht er bestimmt. Gehe ich mal von aus. Oder? Ne, noch nicht. Er guckt sich noch ein bisschen um. Jetzt hier den angreifen, genau so ist es. Und das ist aber schon ein Hauptproblem nicht mehr, ne? Ein Cave Troll, den hatten wir noch, glaub gar nicht, oder? Kann das sein? Und so wie es aussieht, ist der Cave Troll gar nicht mehr so schwach, denn er geht schon. Ja, verfolgt sich. Verfolgt sich, toll. Verfolgt ihn. Und dann gucken wir, wer als nächstes kommt. Da werden ja gleich irgendwelche anderen Helden auftauchen, gehe ich von aus. Ja, gucken wir den mal hinterher. Verletzt ist er schon. Er scheint ein bisschen größer zu sein wie die anderen, ne? Cave Troll. Okay. Hier unten sind einige am Rumwuseln. Der Cave Troll ist da oben. Und der geht aber hoch und trifft da auf den ersten. Surrounded, okay, aber okay, er hat es geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut geht, aber ist passiert. So, da sind wir wieder unten, gucken wir weiter. Hier hinten kann dann einer noch reinziehen. Da ist nur noch einer. Wie sieht es hier aus? Da ist wohl auch mehr passiert, weil der Held da durch die Gegend läuft. Okay, da kommt der Neue. Der entscheidet sich für den oberen Gang. Und da ist auch schon grüner, ne, blauer Schleim. Und der musste auch dran glauben, aber er geht dann zurück. Ja. Gut. Müssen wir mal gucken. Ah, da haben wir schon gesagt, wollen wir durchbrechen. Ich denke mal, wir können das vielleicht... Ne, hier wird es auch nichts bringen, weil die Treppe da ist. Dann können sie auch wirklich da lang gehen. Das wäre jetzt hier lang. Ja, dann wäre es hier lang, ne? Könnte man da durchbrechen. Dann hätten sie es ein klein bisschen kürzer. Okay, die beiden arbeiten da schon dran, ne? Ja, zum Glück auch mehrmals. Ah, der eine macht auch den Durchbruch fertig. Gucken, ob der Held schon den Weg nimmt. Nein, der kennt ihn noch nicht. Der geht noch da oben lang. Aber der geht auch ganz woanders hin. Das ist auch gut. Okay, was entdeckt der? Diese Ecke hier unten. Und da hat er auch schon jemanden gefunden. Hauptgoblin Kaiser. Nächster Held kommt nach. Okay, zu zweit geht es auch schneller. Aber der andere geht schon. Und er hier ist gesund, könnte noch was tun, aber sieht nicht so aus. Was holt er da? Einen blauen Schleim. Wichtig. Okay, da geht es weiter hoch. Und das sieht nicht so gut für ihn aus. Aber er hat Glück gehabt, der wird nur von dem einen angegriffen. Der andere hat ihn jetzt nicht bemerkt. Sneaker Blade.
Aber jetzt ist der Sneaker Blade dran, ne? Healthy. Francis Duval. Und bleibt stehen, macht nichts mehr. Oder spielt in Pause? Nein. Ja. Da ist noch nichts gemacht. Da kommt ein Hut. Kamerad. Da ist noch einer drinne. Wie sieht's hier unten aus? Er hat gerade hier weiter entdeckt ein bisschen. Wir sollten vielleicht mal hier gerade gucken. 68 ist das, dass die vielleicht hier nochmal sich was zum Anziehen holen. Und die haben alles. Die auch. Die auch. Wer war das denn hier? Bergmänner haben wir nur 4. Da fehlt noch einer mit einer Hose. Hosen sind ein bisschen knapp. Da ist alles Paletti und hier fehlt nichts auf der Seite und auf der Seite auch nicht. Interessant. Okay, da unten läuft der Held mitten in den Raum und findet da irgendwen Hobgoblin Kaiser, den er zum Schweinchen gemacht hat, ne? Okay, bitte hier weitergehen, damit wir mehr sehen. Sind wir ja sehr interessiert dran, ne? Ja, gehen weiter wieder zurück. Voll die Helden. Geht's woanders noch lang von einem? Nein, ich glaube nicht. Hauen ab, gehen zurück. Beide da lang. Da ist auch einer. Weiß auch nicht, was er tun soll. Oh. Hier ist schon ein bisschen mehr entdeckt worden. Also ist da einer lang gelaufen. Und da ist 3 Türen noch offen. Da geht auch schon der nächste. Hauptgoblin und da sehen wir auch noch was und da gibt gleich 3 Eissterne, das heißt 3 Gegner. Und das wird dann schwierig für ihn, wenn er da mal nicht weit drauf geht, ne? 2 hat er, glaub. Und jetzt? Da kommt die Hilfe. Und Glück gehabt, ne? Da ist noch einer, Schweinchen geworden. Sollte aber funktionieren, ja. Noch ein Feuerkopf. Firehead heißen Dinger, hat sich nicht zum Schweinchen verwandelt. Aber der zweite Gegner. Okay, der Gegner ist... das waren wohl 2. Okay, aber auch erledigt. Gut, er geht da nochmal rein. Ich glaube, das hätte sie besser nicht getan. 2 Gegner. Einen hat er geschafft und... Irgendwo ist einer von unseren gestorben. Waren das 2 oder was? Ne, das muss woanders sein. Wo sind sie denn hingelaufen, um dann wieder in den Tod zu laufen? Keine Ahnung wo. 68, 2 sind kaputt gegangen. Keine Ahnung wo. Kann ich jetzt hier nicht sehen. Okay, der kommt nach. Ja, gute Frage, wo das war, ne? Die Tür wird genommen, dieser Gang jetzt auch. Läuft. Da ist ein Held. Hier ist aber keiner gestorben eben, ne? Kann aber auch sein, dass ein Held die gezogen hat. Zur Treppe hin und dann an der Treppe hat sie es erwischt. Mal anders kann ich es mir jetzt gerade nicht erklären, ne? Okay, der Raum ist entdeckt. Ja. Muss man dann schauen, wo es weitergeht. Aber wir können mal nach oben gucken. Und können auch mal schauen, wie unser Haus hier weitergebaut worden ist. Oder da fehlt es bestimmt jetzt. Also die Etage ist es schon. So. Ich glaube, die richtigen Mauern sind schon fertig. Das heißt, da ist jetzt noch eine Dachetage gefragt. Ne? Ich glaube, es ist überall hochgezogen, ne? Ach so, da sind nur Schränke drin, keine Betten. Sollten wir vielleicht als erstes das machen. Erstmal ein paar Betten rein. Wie ist die Aufteilung der Zimmer? Müssen wir eine Etage tiefer gucken. Neben den Schrank kommt das Bett. Ist das so rum richtig? Ich glaube ja, ne?
So, da, da, da. Und die anderen müssen wir umdrehen. F-Taste zweimal gedrückt. Und dann hierhin. Ah, Shift-Taste nicht gedrückt. Schon erledigt. Da ist, da ist, da ist nicht mehr. Da ist nicht. Da ist. Da fehlt auch noch ein Schrank. Da. Da. So, dann können die Betten wohnen. Da kommt auch schon eins. So. Betten sind, glaube ich, dann überall reingesetzt. Nee, da fehlt einer. Stopp, der muss weg. Der ist falsch rum. Nochmal und dann die F-Taste zweimal gedrückt und passt. So, dann der Schrank nochmal, der fehlt ja da. Keine Ahnung warum. Die Reihe ist fertig mit Schränken. Umdrehen. Da sind alle bis auf den letzten. Da fehlt einer, der ist, der ist, der ist. Die sind schon angeklickert, naja. So, dann haben wir noch eine Kerze. Wo kam die hin? Rechts neben das Bett, ne? Ja. Na, Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Passt wieder. So, Betten werden schon ausgeliefert. So, und dann noch hier eine Runde. Dann fehlt uns noch die Blume und eine Kiste. Shift-Taste vergessen. Ich glaube, da oben habe ich noch ein paar Räume vergessen. Kann das sein? Hier fehlt noch Laterne. Da auch. Ich dachte, das wäre schon so hoch. So. Ich pflanze einmal. Entschuldigung. Pflanze steht gegenüber vom Schrank, also diagonal gegenüber. Also da. Direkt neben dem Eingang. Lass uns erst hier weitermachen. So. Dann haben die auch schöne Räume, wo die gerne schlafen. Kriegen wir alles hin, ne? So, da oben noch zwei. Dann ist erledigt. Alle. Da, jetzt gibt es noch die Deko-Kiste. Die ist hier und die ist wiederum in die Richtung zu stellen. Jetzt lass mal überlegen. Haben wir nur die Deko-Kiste in einer Ecke stehen? Tatsächlich, aber irgendwie sind die Räume falsch rum aufgebaut da oben, ne? Ist aber auch egal. Die Türen waren anders, ne? Ja, komm, lass erstmal so. Kiste da hin. So, und dann zweimal das F. Und dann kommt die Kiste dahin. Da fehlt auch noch eine. So. Da kommt Münder an. Haben wir, haben wir. Ah, da ist die Kiste jetzt daneben, aber das soll auch egal sein. Da ist er schon, da noch, da und da. Spiel weiterlaufen lassen. Kisten sind da und diese zwei Räume nicht. Ja, und hier ist zwar auch ein Raum, aber
Komm, die Kiste stellen wir da schon mal hin. Wie das da wird, weiß ich noch nicht, ne? Noch keinen Gedanken drüber gemacht, ne? Lampe, Blume. Ja. Da kommt der Händler gerade gefahren. Gehen wir nochmal zum Bett hin. Da. Das kommt dahin. Dahin und der Schrank kommt dahin und dahin. So eingeteilt ist es, ne? Ja, da kann man noch durchgehen. Aber Räume sind schon da. Gut, haben wir das auch erledigt. Und ja, dann würde ich sagen, soll es für die Runde erstmal wieder reichen. Der Händler ist gerade angekommen, den gucken wir uns in der nächsten Folge dann an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.